Ich wünschte, ich könnte noch weniger anziehen. Dann würde ich auch vielleicht ein paar männliche Zuschauer bekommen. Hey, herzlich willkommen zu Part 62 von Let's Play The Sims 4 Rags to Riches Challenge. Wir sind hier wieder zurück bei unserer lieben Familie Loha. Und es ist 3 Milliarden Grad in diesem Büro. Und eigentlich habe ich gesagt, ich mache heute hitzefrei, aber ich lag draußen in der Sonne und es war einfach so heiß, dass ich es nicht ausgehalten habe. Und dann habe ich mir gedacht, dann setze ich mich lieber in mein heißes Büro und bin produktiv, als dass ich draußen mich in der Sonne quäle. Ventilator ist im Hintergrund an, also falls ihr so ein kleines Rauschen hört, tut es mir leid, aber sonst gehe ich hier völlig ein. Wir sind auf jeden Fall hier wieder zurück bei unserer Family. Im letzten Part, ja, haben wir erstmal erfahren, dass Katie schwanger ist, was ja was Schönes ist. Allerdings ist danach etwas nicht so Schönes passiert, denn Katie hat dann, ja, ihrer Tochter davon erzählt, hat sich gefreut und war sich aber natürlich nicht ganz so sicher, wie sie reagieren würde. Und das Schlimmste ist eingetreten, Katie weiß allerdings noch nichts davon, dass Kiana abgehauen ist. Sie hat sich aus dem Staub gemacht, sie hat sich ihre Sachen, 7 Sachen geschnappt und ist nach der Schule zu ihrem Großvater Matthew nach San Myshuno gereist. Und dort ist sie jetzt eingezogen. Sie hat ihren Großvater gefragt, ob er sie bei ihm leben darf. Und er hat natürlich gesagt, klar, ich bin immer für dich da, denn meine Türen stehen hier immer offen. Deswegen wohnt Kiana jetzt vorerst in San Myshuno. Ich habe ja im letzten Part auch schon gesagt, dass es nicht... Also, dass es nur eine temporäre Sache ist, denke ich mal. Also, ich bin gespannt, wie die Storyline weitergeht. Ich habe schon so einen groben Plan, aber manchmal kommt es anders, als ich immer denke. Aber erstmal vielen, vielen Dank für euer ganzes Feedback. Ich finde das immer so krass, dass ihr das auch so feiert. Und also, mir macht das halt auch unglaublich viel Spaß, diese Storylines so zu spielen und sowas. Aber dass ihr halt dann auch immer so schreibt, boah, keiner schafft es, die Sims so zum Leben zu erwecken und sowas. Und das ist voll crazy für mich. Also, vielen Dank für dieses mega, mega liebe Feedback. Und jetzt habe ich genug gequatscht, deswegen starten wir jetzt ins Let's Play rein. Wir sehen hier vor uns die knackebraune Katie. Wir sind auch wieder da, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Ich habe ja zwischenzeitlich noch das Mod-Video gemacht, wo ich mit der Familie Owens das Mod-Video getestet habe, also den Mod getestet habe. Allerdings, habe ich das nicht gespeichert und deswegen sind wir jetzt hier wieder da, wo wir aufgehört haben. Und, oh, Marisol ist gerade da. Hi, Girl! Und was sich auch super, super viele gewünscht haben, ist, dass Katie ein Umstyling bekommt. Allerdings werde ich das erst machen, wenn sie ihr Baby rausgeploppt hat, weil sonst kann ich ihr nicht die Outfits geben, die ich ihr gerne geben würde. Weil ich finde, sie sieht auch immer noch ultra jung aus. Ich meine, das kommt wahrscheinlich, das sind einfach die Gene, weil wenn man sich mal Samira anguckt, sie sieht auch noch nicht alt aus und sie ist ein Senior. Also ich glaube, das sind auch ihre Gene. Aber so ein bisschen mehr nach Erwachsener sollte sie schon aussehen. Deswegen gucken wir da gleich mal, was wir machen können. Aber erstmal starten wir jetzt ins Let's Play rein. Die Family hat ja noch überhaupt nicht gemerkt, dass Kiana nicht da ist. Denn die denken halt einfach, dass sie nach der Schule halt noch irgendwie irgendwo hingegangen ist, um sich vielleicht eine Weile noch abzureagieren. Vielleicht ist sie bei Julian. Oder vielleicht denken sie auch einfach, sie wäre bei Malia. Und deswegen machen sie sich jetzt noch gar nicht so viel Gedanken. Ethan hat auch Hunger. Vielleicht kann Katie... Oh, Katie hat im Sand gewühlt und hat das Herz von Solani gefunden. Vielleicht kann Katie nochmal was zum Essen vorbereiten. Hier sehe ich schon, ist eine Theke wieder verbuggt. Da müssen wir die gleich mal eine Runde austauschen gehen. Kai kann jetzt schneller gehen und zur Musik tanzen. Sehr schön, Kai. Sie kann einfach mal jetzt zum Mittagessen... Obwohl, machen wir eine Runde Bohnen-Käse-Burritos, because I love them. Und was ich auf jeden Fall gleich auch noch machen möchte, ist zur Gynäkologin zu gehen, denn wir sind ja im zweiten Trimester und das bedeutet, dass wir herausfinden können, was da in unserem Bauch heranwächst. Übrigens auch vielen, vielen Dank für die ganzen Namensvorschläge. Ich habe schon so viele schöne Namen gelesen und ich bin super gespannt, welches Geschlecht dabei rauskommt. Es wird ziemlich sicher in diesem Part geboren werden. Wie gesagt, sie ist jetzt schon im dritten Trimester. Obwohl, drittes Trimester erst in 17 Stunden. Vielleicht kommt es auch doch noch nicht in diesem Part. Ich weiß es nicht, Leute. Ich habe eigentlich gedacht, dass es dieser Part schon wird, aber mal schauen. Ich finde, man sieht so, wie sehr Ethan sich noch den kleinen Mini-Ethan gewünscht hatte. Wisst ihr noch, als er immer vor den ganzen Babysachen stand, als wir noch das alte Haus hatten. Und irgendwie merke ich, dass die zwei so eine special Verbindung haben irgendwie. Ethan setzt sich so oft einfach zu ihm hin. Oh, er muss arbeiten. Okay. Er setzt sich so oft zu ihm hin und macht einfach irgendwas mit ihm. Und das finde ich richtig, richtig niedlich. Vielleicht kann...
Madame, die eigentlich kochen sollte. Warum bist du nicht weiter am Kochen? Naja, egal. Dann hat Ethan jetzt halt Hunger auf der Arbeit. Sehr gut. Dann kann sie vielleicht mit irgendwem anders zur Gynäkologin gehen. Vielleicht mit Samira oder so. Das wäre vielleicht auch mal ganz schön. Dann gehen wir doch mal eine Runde zum Gynäkologen. Entschuldigung. Ich bin gerade wieder ein bisschen durch den Wind. Und fragen, oder wir könnten noch mal Lia fragen. Aber ich glaube, das wäre vielleicht ganz schön, wenn sie mit Samira das machen würde. Ich glaube, Samira würde sich freuen, wenn ihre Tochter sie fragen würde, ob sie sie begleitet. Theoretisch wissen die ja noch gar nicht, dass sie schwanger ist. Aber ich glaube, dass wir... Ist das Jace? Es ist Jace. Ich glaube, dass wir Samira das vor allen anderen sagen sollten. Wir können auch morgen so eine Babyparty machen. Ich habe ja diesen neuen Mod installiert und da könnten wir so eine Babyparty schmeißen. Aber ja, mal gucken. Weil vielleicht sind sie auch nicht ganz so in der Stimmung, weil ich mir vorstellen könnte, dass sie halt jetzt heute Abend auch merken, okay, irgendwie stimmt hier was nicht. Malia ist, Kiana ist zwar oft noch spät feiern, aber dass sie jetzt so gar nicht nach Hause kommt, ist merkwürdig. Naja, auf jeden Fall ist unsere Madame wieder zurück. Sie sieht sehr zufrieden aus und schielt ein bisschen. Was ist los? Und deswegen gucken wir uns jetzt direkt mal an, was es wird. Katie, komm mal. Oh mein Gott, wo soll das Baby eigentlich wohnen? Oh, wir haben ja noch Malias Zimmer. Das wäre eine Maßnahme. So, wir hängen das Bild. Okay. Ich habe ein bisschen Schiss, Leute. Ich nehme das Bild. Ich habe Angst hinzugucken. Also, das soll sich nicht öffnen. So. So. Oh, ist das falsch rum? Oder? Nee, egal. Oh mein Gott. Katie, komm mal hier hoch. Und dann soll sie das nämlich angucken und dann tun wir so, als wenn sie uns quasi verrät, was es wird. Du darfst das ansehen und ich werde dann drauf gucken, wenn sie drauf klicken, wenn sie es anschaut. Yay! Sie freut sich. Oh mein Gott. Seid ihr bereit, Leute? Oh. Okay, es ist ein Baby. Das war wirklich jetzt vor der Reveal. Das war so nicht geplant, aber es ist ein Baby, sehr gut, weil ich habe im letzten Part ja schon gesagt, hoffentlich wird es nicht irgendwie, werden es nicht Zwillinge oder sowas, weil ich glaube, das würde Ethan und Katie schon sehr strapazieren. Und jetzt werden wir herausfinden, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Wenn es ein Junge wird, hätten wir Gleichstand. Wenn es ein Mädchen wird, dann ist Kai ganz schön untergebuttert in dieser Familie. Aber ich habe irgendwie im Gefühl, dass es noch ein Mädchen wird. Mal gucken. Es wird ein Junge? What? Oh mein Gott, wie schön. Oh, Katie Girl. Sie bekommt... Oh mein Gott, sie ist so glücklich. Guckt euch das an, dieses Grinsen. So, sie bekommt noch einen Junge. Ethan wird sich so freuen. Also er mag seine Mädchen natürlich auch. Er liebt seine Mädels über alles. Aber ich glaube, er wird sich sehr freuen, dass da noch ein kleiner Racker rauskommt. Oh mein Gott, ich freue mich so. Oh mein Gott, ich finde es voll schade, dass Ethan jetzt gerade nicht da ist, aber egal. Wir werden mal das hier kopieren. Hat sie das getan? Hat sie. Und dann werden wir jetzt nochmal Samira einladen. Where is she? There she is. Und dann werden wir ihr eine Kopie, also die Kopie des Ultraschalls überreichen. Ethan ist auch schon wieder da von der Arbeit. Sehr gut, dann kann Katie jetzt zu ihm gehen und ihm quasi die frohe Botschaft verkünden. Und einfach einmal ganz kurz zu ihm. Ja, hi Samira, was geht ab? Komm ruhig rein, Pro Girl, Omsi. So, sie geht einmal zu Ethan und sagt sie, es wird ein Junge. Oh, süß. Er freut sich. Niedlich. Okay, und dann kann Katie Samira... Ich dachte gerade kurz, sie hat einen Babybauch. Dann kann Katie Samira... ein Geschenk geben. Irgendwie geht das doch da. Ein Geschenk geben, freundliches Geschenk geben. Und zwar bekommt sie das Ultraschallbild. Und dann kann Ethan einmal hier hoch zum... Wann kommt... Ach, Babykai ist schon wieder da. Dann kann er einmal hier zum Ultraschallbild gehen und sich einmal das Ultraschallbild anschauen. So, und? Oh, sie hat sich gefreut. Süß! Die Emsi. Ich glaube, damit hat sie auch nicht gerechnet.
dass sie dann mal vierfache Oma sein wird. Aber die sind alle sehr, sehr glücklich. Auch er hier. Spannende Neuigkeiten. Es ist spannend, das Geschlecht und die Anzahl des zukünftigen Nachwuchses herauszufinden. Jetzt kann die Einrichtung und Dekoration des Kinderzimmers beginnen. Mega schön. Ich freue mich riesig, Leute. So und so langsam macht Katie sich, glaube ich, auch Gedanken, wo Kiana ist. Sie kann ja mal hier oben ins Zimmer gehen und einfach mal schauen. Vielleicht, oh nee, ist es Ethan, egal. Dann macht Ethan sich Gedanken. Katie, hast du Kiana heute schon gesehen? Weil sie ist nicht in ihrem Zimmer und ich habe sie nur heute Morgen gesehen, als ihr euch gestritten habt. Und Katie sagt, ja, ich weiß, du hast recht, ich habe einen wunderschönen Sonnentan. Oh mein Gott, ist das ugly. Sie wird jetzt mal Malia anrufen. Wir tun nämlich einfach so, dass ihre Mailbox immer noch angeht. Sie wird Malia anrufen und sagt, hey, hast du Kiana gesehen? Ist sie bei dir? Los, ruf sie an. Es ist dringend. Das nennt man Umweltverschmutzung. Ist Kiana bei dir? Und Malia sagt, nein, Rocket ist auch hier. Also mit Rocket ist sie nicht unterwegs. Ich habe auch nichts von ihr gehört. Sie hat mir nicht geschrieben. Und Rocket, hast du eine Ahnung, wo sie sein könnte? Nein, ich habe sie auch nicht gesehen. Oder sie war auch nicht in der Schule. Sie ist nicht aufgetaucht. Und irgendwie hat sie mir so eine komische Nachricht hinterlassen, dass es ihr reicht und dass sie keinen Bock mehr auf das alles hat. Aber was das zu bedeuten hat, weiß ich auch nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, die Family weiß jetzt, dass irgendwas nicht stimmt. Du kannst ruhig jetzt hier deine Bodenkäse-Burritos weiter fortführen. No! Oh, sie will ein Wässerchen. Ist das ein Wasser? Ja, ganz dringend braucht sie jetzt ein Wässerchen. Hey, du bist schwanger. Vielleicht solltest du nicht so mit den Messern handeln. Ja, mach du, was du nicht lassen kannst. Unser Baby Kai ist ziemlich traurig. Warum? Oh, er hat sich selber ins Bett gelegt und hat geschlafen. Ethan, würdest du bitte aufstehen und würdest deinen Sohn trösten? Okay, vielleicht ist sie einfach mit Julian unterwegs und die ziehen wieder nachts um die Häuser und am Morgen wird sie schon wieder in ihr Bett liegen? Weil sie kennen das ja schon. Sie wissen ja, dass Kiana gerne mal einen drauf macht und dann erst spät nachts nach Hause kommt. Ethan, wie wär's denn? Hat er Hunger? Ja. Wie wär's denn, wenn du deinem Sohn auch eine Portion von den Bohnen-Käse-Burritos gibst? Oh mein Gott, was würde ich dafür tun, so ein Bohnen-Käse-Burrito jetzt essen zu können? Du bist so doof! Aber ich glaube, das gehört zur Schwangerschaft dazu, dass sie eine instabile Blase hat, sag ich mal. Dann geh bitte duschen. Und Katie sitzt jetzt hier noch stinkend auf der Terrasse und strickt eine Runde und wartet auf Kiana, bis sie nach Hause kommt. Und sieht sie aber weit und breit nicht. Und ich glaube, so langsam macht sie sich Sorgen. Ich habe vergessen, dass sie immer noch da ist. Entschuldigung, meine Bienen sind manchmal ein bisschen aggressiv. Nicht schlagen, das macht sie nur viel aggressiver. So, der nächste Morgen ist angebrochen und Katie geht gerade in Kianas Zimmer und merkt, dass Kiana immer noch nicht da ist. Und sie ist natürlich schockiert, dass sie nicht da ist. Sie rennt erstmal weg. Ihr Bett ist komplett unbenutzt. Man sieht, es ist genauso gemacht wie vorher. Oh mein Gott, Nina, es ist so dramatisch! Sorry, dass ich so dramatisch bin, aber ich lieb's einfach. Und sie geht natürlich erstmal zu Ethan und fragt ihn, hey, sag mal, hast du irgendwas von Kiana gehört? Hast du eine SMS von ihr bekommen oder irgendwas? Nein? Und ich glaube, jetzt machen sie sich so langsam richtig Sorgen. Okay, was ist die nächste Maßnahme? Was sollen die tun? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Kiana hat ihr das doch gesagt. Kiana hat ihr doch gestern gesagt, dass sie weiß, dass Matthew ihr Großvater ist. Okay. Katie wird direkt Matthew Owens anrufen und sagen, hey, ist Kiana bei dir? Sie hat natürlich noch seine Nummer so ganz unten irgendwo im Handy. Und er sagt, nein? Was soll Kiana denn? Wer ist Kiana? Ich weiß, dass sie von dir weiß. Sie hat mir alles verraten. Und du musst gar nicht so unschuldig tun, du Bösewicht. Sag mir jetzt sofort, ob sie bei dir ist oder nicht. Das hat dich nicht zu interessieren. Du musst deine Tochter einfach mal ein bisschen besser behandeln, dann läuft sie auch nicht vor dir weg.
Und Katie ist völlig außer sich. Sie weiß nicht, was sie tun soll. Deswegen macht sie jetzt erstmal einen Kuchen. Ist das Klischee? Ja, sie backt jetzt erstmal einen Kuchen, weil sie so gestresst ist. Ich meine, sie muss sich auch eigentlich ein bisschen schonen, weil sie ist jetzt im dritten Trimester. Die Entbindung könnte jederzeit stattfinden. Das Baby könnte jederzeit geboren werden. Deswegen muss sie jetzt eigentlich ruhig machen. Und deshalb kann sie sich da jetzt auch nicht weiter drum kümmern. Also, was heißt, sie kann sich nicht weiter drum kümmern. Ethan verbietet es ihr, Matthew zu fahren. Ihr wisst ja, sie hat schon mal ein Baby verloren und er möchte nicht riskieren, dass das nochmal passiert. Deswegen wird er jetzt hier aufräumen und dann wird er sich auf den Weg machen nach San Myshuno und wird versuchen, mit Kiana und Matthew zu reden. Und Katie wird in der Zeit Kuchen essen. So, lass es dir schmecken. Sie hat sich einfach mal durch die Theke gebeamt. So, What is happening? Sie ist plötzlich von einem Dämon besessen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Wir müssen hier weg, Ethan. Nein, hör auf mit ihr zu reden. Sie wird dich anfallen und dann wird sie dich auffressen und dann wirst du zum Teufel geschickt. Okay, Ethan, wir müssen hier weg. Nina labert, fängt an, scheiße zu labern. Katie, du kümmerst dich um Kai. Ich muss weg. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, es ist jetzt wahrscheinlich gar keiner zu Hause, ne? Weil Matthews arbeiten und Kiana ist hoffentlich in der Schule. Wir hoffen mal, dass Matthew dafür sorgt, dass sie trotzdem in die Schule geht. Wir werden einfach mal anklopfen und sagen, hey, na, wir kennen uns zwar nicht, aber ich bin Kianas Vater. So, wir klopfen einfach mal dran. Ne? Übrigens habe ich während des Schnittes gemerkt, weil ich habe ja gesagt, dass Kiana den Namen Loha nicht annehmen wollte. Deswegen habe ich mir dann so gedacht, eigentlich ist das ja so richtig dumm, weil Also das sind ja beides ihre Eltern, aber dann ist mir eingefallen, dass sie den Namen Owens behalten möchte. Oh mein Gott, Julian ist auch hier? Aufgrund von Matthew. Und Ethan denkt sich so, okay, ich verstehe, was hier los ist. Ich verstehe, was hier los ist. Julian, du wusstest also doch von der ganzen Sache. Wir wussten es. Nur leider konnten wir dich nicht erreichen. Wir werden uns einmal grob bei ihm vorstellen. Wir haben uns die schlimmsten Sorgen gemacht. Warum hast du uns nicht erzählt, dass Kiana bei ihrem Großvater untergekommen ist? Ja, wie sollte ich euch denn Bescheid sagen? Ich habe doch überhaupt keine Handynummer. Ja, aber du kennst Malia und du hättest Malia Bescheid sagen können. Pff, ist mir doch egal. Ihr behandelt Kiana eh nur wie Dreck, deswegen könnt ihr mir gar nichts sagen. Heidewitzka. Voll unreif von Ethan, aber ist egal. Wir werden ihn jetzt ein bisschen fertig machen. Ist er noch ein... Oh no, er ist zum jungen Erwachsenen geworden. Den müssen wir dann nochmal zurückaltern. Okay, die zwei hassen sich jetzt auf jeden Fall. Egal, wir klopfen an die Tür. Wo ist die Tür? Hallo? Da. Klopf an die Tür und hoffe, dass hier jemand die Tür aufmacht. Bye. Ich möchte nicht mit dir reden, ich möchte mit Kiana reden. Mach die Tür auf, sofort. Und er so, okay, komm rein. Oh, die sind beide zu Hause. Kiana, was machst du hier? Du sollst in der Schule sein. Und deswegen wird er auch erstmal kurz mit ihr streiten. Nein, was kann ich tun? Zu etwas zwingen. Kann ich sie zwingen, in die Schule zu gehen? Nein, aber ich kann sie wenigstens zwingen, ihre Hausaufgaben zu machen. Das tun wir jetzt einfach. Obwohl, wir streiten erst mit ihr und dann zwingen wir sie, okay? Wir müssen jetzt einfach mal ein bisschen böse sein, Leute. Wir müssen ein bisschen Streit mit ihr haben. Über Hausregeln streiten und anschließend werden wir sie dazu zwingen, Hausaufgaben zu machen. Und dann werden wir zu Matthew gehen und werden uns grob bei ihm vorstellen. Ich weiß, das ist kein guter Start, aber egal. Kiana, ich bin so enttäuscht von dir. Ich bin einfach nur enttäuscht von dir. Bla, bla, bla. Geh zu meiner verlogenen Mutter, die mich mein ganzes Leben angelogen hat und mir meinen Großvater vorenthalten hat. Welche Mutter tut das? Und ich hoffe wirklich, dass euch das nicht zu viel ist, was ich hier immer alles so quatsche, ne? Also wenn euch das irgendwie nervt oder so, dann könnt ihr mir das gerne schreiben, weil irgendwie kann ich das nicht einschätzen, ob das so eine Nummer zu viel ist oder ob das cool ist oder I don't know. Also, ja, lasst mir gerne eure Meinung da. Los, streitet einfach weiter. Vor allem hier kann Kiana plötzlich auch kochen und alles. Interessant. Okay. Jetzt zwingen sie, ihre Hausaufgaben zu machen.
Oder geht er jetzt erst zu Matthew? What are you doing? Er guckt erstmal eine Runde Fernsehen. Er ist absolut wütend, weil er die Diskussion mit Kiana verloren hat, weil Kiana natürlich gesagt hat, du hast mir ja gar nichts zu sagen, ich wohne nicht mehr unter deinem Dach, also kann ich machen und tun, was ich will. Matthew lässt mich jede Nacht feiern gehen. Ich darf hier machen, was ich will. Ich muss nicht zur Scheißschule gehen, die ich eh nicht brauche, wenn ich Profisportlerin werden möchte. Und er ist einfach so eine viel bessere Autoritätsperson, als ihr es jemals sein werdet. Okay, werden ihn provozieren und werden über Erziehung streiten und werden wüten und toben, weil wir sind jetzt einfach richtig sauer. Wir kennen Ethan ja eigentlich gar nicht so, dass er so ist, aber ich glaube, wenn es um sein kleines Mädchen Kiana geht, dann ist er da richtig sauer und wird sich jetzt hier mit Matthew ziemlich streiten und wird ihm verbotene Wörter um die Ohren schmeißen und wird ihn anbrüllen und wird all die Aggression, die sich immer bei ihm angestaut hat, mal rauslassen. Auch das, was er Katie angetan hat, dass er sie einfach gehen hat lassen und ihm war das scheißegal, dass sie alleine auf einer Insel gelebt hat und dass sie damals von ihrer Mutter weggezogen hat und von ihrer Zwillingsschwester. Das ist Matthew komplett egal gewesen. Und deswegen ist Ethan das jetzt egal, dass er hier so vor seiner Tochter rumschreit und ihren Großvater zur Sau macht. Wahrscheinlich fliegen wir hier gleich raus, weil wir ihn so fertig machen. Aber Ethan muss jetzt einfach mal alles loswerden und danach fühlt er sich wahrscheinlich besser. Und danach geht er nochmal zu Kiana runter und... Oh, Kiana... Das finde ich ja jetzt irgendwie mega süß, ne? Das finde ich irgendwie richtig süß. Kiana hat anscheinend in der Zeit, wo sie jetzt hier gelebt hat, schon 2 von den weißen Torten gebacken und ist gerade auch noch dabei, noch eine Torte zu backen. Und wer hat eben auch eine weiße Torte gebacken? Katie! Das ist irgendwie so süß. Sie sind irgendwie, ja, sie sind miteinander verbunden und spüren... Was den anderen gerade durch den Kopf geht, aber naja, okay. Streitet euch ruhig weiter, wirf ein Getränk auf ihn, einfach alles, tu alles, damit er dich hasst. Was können wir noch machen? Wir könnten mit ihm kämpfen, aber ich glaube, das wäre dann doch unter Ethans Würde, deswegen lassen wir das lieber. Und werden ihn nochmal zurechtweisen und gehen dann nochmal zu Kiana und sagen, ey Kiana, du kommst jetzt sofort mit mir nach Hause. Du wirst keine Sekunde länger mit diesem Mann hier bleiben. Und sie sagt, pff, du hast mir gar nichts zu sagen. Kampf der Titanen. Kennt ihr? Oder? Oh! Haha, da kam ja gar nichts. Ew! Er geht einfach weg und geht jetzt zu seiner Tochter runter. Wir werden ihm folgen, heimlich. Wir sind ihm auf den Spuren. Und werden schauen, wie das Gespräch vonstatten gehen wird. Kiana interessiert sich überhaupt nicht dafür, dass Ethan da ist. Sie guckt lieber auf ihr Handy. Sie hat wahrscheinlich gerade wieder eine Nachricht von Julian bekommen. Hey, Mann, dein Vater hat mich gerade voll angeranzt. Und Kiana schreibt nur zurück, ich weiß, mir geht er auch unglaublich auf die Nerven, aber ich werde dafür sorgen, dass diese Menschen keine Rolle mehr in meinem Leben spielen. Und deswegen sagt Kiana jetzt, du bist hier nicht länger willkommen. Verlasse dieses Haus oder wir werden die Polizei rufen. Und deswegen wird er dann einfach sagen, okay, ich gehe. Du wirst schon wissen, was für dich das Richtige ist. Und du wirst schon merken, dass Matthew Owens das verlogenste Stück Mensch auf dieser Erde ist. Bye, bye. Okay, so ist jetzt erstmal der Stand der Dinge. Einfach damit sich die Fronten nochmal ein bisschen verhärtet haben und das Ganze nicht ganz so schnell gelöst wird. Weil ich glaube, so einfach kommt Kiana jetzt nicht wieder nach Hause. Sie muss voll dringend auf Toilette. Sie lässt sich jetzt nicht einfach von ihren Eltern überreden, nach Hause zu kommen. Will einfach jetzt gerade mit der Situation zu Hause nichts zu tun haben und mit all den Menschen. Und deswegen brauchen die jetzt erstmal ein bisschen Abstand. Und das ist jetzt erstmal die Situation. Also ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie die Storyline weitergehen soll, was da noch passieren soll. Für die beiden hier ist das, glaube ich, nicht ganz so einfach. Ethan wird jetzt erstmal zu Katie gehen und ihr sagen, oh, sie hat Rückenschmerzen. Er wird jetzt erstmal...
erzählen, was, ja, was so passiert ist und dass Kiana leider nicht den Anschein macht, dass sie nach Hause kommen möchte, aber ihr geht's gut bei Matthew. Er sagt ihr natürlich nicht, dass sie nicht in der Schule war und sowas. Wir erzählen ihr jetzt einfach dann ein Geheimnis und werden ihr dann sagen, aber du musst dich jetzt ausruhen, du musst dich auf dein Baby konzentrieren. Kiana wird sich schon wieder beruhigen und dann wird sie wieder nach Hause kommen und wir konzentrieren uns jetzt hier auf das Baby und wenn das Baby gesund geboren wurde, dann können wir ja nochmal einen Versuch starten, Kiana nach Hause zu holen. Aber zunächst sind es jetzt erstmal nur wir vier hier in diesem Haus und ich bin dankbar, dass es dich gibt. So, Baby Kai, alles gut? Wie lange hat Baby Kai noch in dieser Altersstufe? Okay, er hat noch ein paar Tage. Sehr gut, weil ich möchte, dass Ethan und Baby Kai beste Freunde sind. Sind sie schon fast? Was wir jetzt noch machen werden, das wollte ich ja schon eigentlich viel früher gemacht haben, habe ich aber dann die ganze Zeit jetzt verschwitzt, weil dann die Hochzeit noch kam und so. Wir waren ja mit dieser Family, glaube ich zumindest, immer noch nicht in Malias Apartment. Oder irre ich mich? Kann auch sein, dass ich mich irre, aber ich meine, dass Katie und Ethan und Baby Kai noch nicht in Malias Apartment waren. Deswegen werden wir uns jetzt mal auf den Weg nach Evergreen Harbor machen und werden mal schauen, ob unsere liebe Tochter zu Hause ist. Wir werden mit der ganzen Family hinreisen. Also, was heißt die ganze Family? Ethan und Baby Kai. Wo ist Baby Kai? Da ist Baby Kai. Und werden mal schauen, wo unsere liebe Malia jetzt wohnt und werden ihr dann natürlich die traurigen Nachrichten verkünden, dass Kiana nicht mehr zu Hause wohnt, dass sie ausgezogen ist zu ihrem Großvater. Müssen Malia ja auch noch die ganze Story erzählen, weil Malia weiß davon ja auch nichts. Aber ich denke, dass Malia da definitiv viel verantwortungsbewusster mit der Situation umgehen wird. Und wird ihr währenddessen noch sagen, ich bin auch zufällig noch schwanger, aber das ist jetzt Nebensache. Wir werden dann ein bisschen mit ihr quatschen. Wir bewundern sie ja immer und fragen sie nach ihrem Tag, wie der neue Job ist und dass sie einfach dankbar dafür ist, dass Malia so ist, wie sie ist. Und werden ihr dann die Story erzählen mit Matthew und Kiana. Und dann wird sie, glaube ich, einmal Rocket gleich bitten, ein Auge auf Kiana zu haben, weil ich glaube, dass Rocket und Kiana noch so ein bisschen Kontakt halten werden. So, Ethan geht schon mal hier hinten an die Tür klopfen. Was tust du? Oh. Oh, Ethan muss zur Arbeit. Okay, Ethan muss zur Arbeit. Dann bleiben jetzt nur die zwei noch hier, macht nichts. Eigentlich könnte Ethan auch den Taucherjob kündigen. Warum bringt sie jetzt den Müll für Malia raus? Naja, ich glaube, das ist einfach Mami halt, ne? Dann werden wir hier hochgehen und an Malias Tür klopfen. Was ist da? Sie möchte schon wieder stricken, alles klar. Wow, das ist euer Apartment? Es ist wunderschön. Und sie geht natürlich auch zu Marie und begrüßt Marie und bedankt sich dann dafür, dass sie für Malia in dieser schwierigen Zeit jetzt auch da ist und oh Gott, ist das ein Stress. Das sollte eine schwangere Frau echt nicht durchmachen müssen, aber naja, sie hat zum Glück ihre Familie, die sie unterstützt, die für sie da ist und ich glaube, dass diese Schwangerschaft noch gut vonstatten gehen wird. Stinkt sie? Nee, aber Baby Kai stinkt, glaube ich. Naja. Wo ist Malia denn jetzt hin? Da ist Malia. Okay. Aber Rocket ist, glaube ich, nicht zu Hause. Wahrscheinlich ist Rocket bei Kiana. Das wäre wahrscheinlich jetzt das Sinnvollste. Dann werden wir Marie jetzt mal noch ein Kompliment machen und werden ihr auch einmal die Dankbarkeit ausdrücken, dass sie eben ja, froh ist, dass sie da ist. Dann werden wir ihr noch auch mal die Situation ein bisschen schildern. Ich habe irgendwie bei jedem Sim jetzt die Optionen von dem politischen Dings, von der Politikkarriere, die Joanne macht. Ich weiß nicht genau, warum. Ich weiß nicht, warum bei ihr jetzt auch steht Wahlsichern, was das bedeutet, falls ihr da irgendwie hier kann ich auch protestieren und so, falls ihr da irgendwie wisst, ob das von irgendeinem Mod kommt oder so, kann ich mir das gerne schreiben. Und ja, dann würde ich den Part an dieser Stelle auch beenden
Und wir werden dann im nächsten Part das Baby gebären, denn es kommt tatsächlich in Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich glaube, es wurde in dieser Nacht quasi gezeugt. Also ich meine, es müsste jetzt so um 3 oder so geboren werden. Mal schauen, wann es denn kommt. Ich bin super gespannt, welchen Namen ich denn dann am Ende raussuchen werde. Ich werde gleich mal durch eure Kommentare ein bisschen scrollen und mal gucken, ob ich einen jungen Namen finde. Und ja, schreibt mir unbedingt, wie die ganze Storyline mit Kiana weitergehen soll und was wir aus unserem kleinen Baby machen sollen. Also was dieser Sim werden soll. Klar, er entwickelt sich das immer auch noch so ein bisschen von selber, aber so ein bisschen Storyline können wir ja immer schon vorher entwickeln. Falls ihr irgendeine coole Idee habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, dann würde ich sagen, war es das. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.